Hallo, willkommen hier zu einem kleinen GTA 3 Special. Und zwar, ja, was wird uns in diesem Video hier so widerfahren? Ihr werdet die besten Szenen aus meinem GTA 3 Projekt sehen. Ich habe sie jetzt mal einzeln rausgeschnitten. Ich habe mir sie jetzt nochmal angeguckt und habe wirklich die absolut besten Szenen rausgesucht oder beziehungsweise auch die Szenen, wo ihr auch gesagt habt, dass sie ziemlich gut wären. Und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem Video und jo, los geht's. Was geht? Das zocken wollte. Tschüss. Andere steigen aus. Ah! Das wäre ein Auftraggeber. Was für bei einem Auftraggeber? Tut mir leid. Ich bin einfach so geschlittert. Ich konnte nichts dafür. Wie jetzt? Verarschen oder was? Ja, aus der Ausfahrt ist gerade eben ein ziemlich krimineller Typ rausfährt und jo, halt, ne? Kennst du? Hat mein Radiosender umgestellt. 10.000 Dollar. Kann das sein oder irre ich mich da? Hallo Mann, wie geht es dir? Soll ich dir deine Scheiben putzen? Ich glaube, der will was anderes. Ich glaube, der will uns töten. Ja, Asshole. Muss ich auch mal so sagen, ne? Ich bin der Beste. Ja, was willst denn du jetzt? Ja, ich streife die Wand, denn ich will da hoch. Na, guck mal hier, was ich kann. Guck mal. So, und auf Wiedersehen. Nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen, du kannst. Au! Sollst nicht Awakiri machen? Alter. Ihr Shot bekommen? Hallo! Ja, wir werden gleich abgeballert. Traumhaft. Was wollt ihr denn? Da, kennst du den schon? Wo kann ich nicht ranzoomen? Kann ich nicht ranzoomen, das ist jetzt nicht sehr toll. Moment, gerade mal gucken, wo ich zoomen kann. Anzeigen, Controller, Einstellungen ändern. Ranzoomen. Rad aufwärts und Rad abwärts. Ja. Was willst du denn dagegen machen? Ganz ehrlich. Bridge. Okay, das sind zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder wir holen uns das Auto oder wir sind gefickt. Ja, komm, wir nehmen das Auto. Ich glaube nicht, dass er uns bescheißen will. Oder doch. Hurensohn! Salvatore, du Hurensohn! Ich baller dich nieder! Machst gar keinen Scheiß mehr, wo bist du? Warst du noch vorher da? Bist du? Salvatore! Open the fucking door! Und das war's mit dir, Salvatore! Headshot! Und das war's mit dieser Methode. Headshot. So, ihr da unten könnt auch mal weggehen. Sollten wir es auch mal. Was war denn das? Fuck! Fuck!
Ja, das Boot, das geht ja auch nicht rum, ey. Wenn man da durch die Kurve fährt, gerade man schläft ein. Ich muss ja 5 Sekunden vorher fahren. Gut, dann haben wir das erledigt. Ach, guck mal, wie das Boot abgeht. Das ist doch voll übertrieben. Der macht keinen Wheelie mit dem Boot. Das hebt vorne ab, so schnell ist das Scheißding. Er hebt ja immer noch ab. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht mit der Textur. Wir müssen umdisponieren. Anderes Auto, anderes Glück. Auf geht's. Ja, wo ist er denn? Möge Gott deine Seele gnädig sein. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Das war's. Er ist tot. Das war nicht so geplant. Oh, hallo. Ja, wo kommst du her? Hast bestimmt auch eine Bombe eingebaut, he? Ja, klar. Ich dachte ich mir. Wir chillen in der Kasse, da wir keinen Bock auf unseren Job haben. Ja, ich merke schon. Das ist natürlich jetzt sau nice gelaufen. Aber egal. Wow! Auto brennt. Ui. Ui. Nichts passiert. Alles okay. B-b-bounce, b-bounce, b-b-b-bounce. Ja, genau. Er kriegt sein Auto geklaut und rennt erstmal auf die schwer bewaffnete Yakuza zu mit seinem Baseballschläger. Na klar. Das ist Logik, Leute. Das kann das weinen. So wie jeden Tag. Was geht, Alter? Was geht? Ich habe aus seinem Körper habe ich Geld rausgeprügelt. Ja. Kollege, du hast es geschafft. Du bist im Neverending Universum gefangen. Es tut mir leid für dich. So, was kann ich dafür jetzt? Dein Vater ist tot. Ja, du bist Transwulf. Wulf, du bist Transwulf. Das ist. Weg den hier. Das ist nicht fressen kann. Ohne Scheiß. Also. Trotzdem kennen Sie ein dickes Arschloch. Flasche Hoffe ich denn auf dem Klo. Das Schweigen, das verrät das. Und jetzt? Achso, soll ich mit einer Granate reinwerfen? Das macht Sinn. Ja! Das ist ja lebensgefährlich! Alter, die wollen mich doch verkoten. Ehrlich? Das ist doch krank! Jawohl! Ah, ich glaube, jetzt kommen da welche rausgerannt. Das dachte ich mir. Ah, ich muss hinterher. Komm. Nein, natürlich, der Polizeiheld ist wieder da. Natürlich! Alter, ich konnte doch immer was machen! Ah, ich glaub's nicht. Weißt du, schmeiß Granaten an Hauswand, die springen zurück wie Flummi-Bälle. Mach ich alles so schnell. Kack, Juden. Och, geh weg, du Scheißkopf. Geh nach Hause zu deiner Mutter.
Schatzi, ich bin jetzt zu Hause! Ja, warum bist du jetzt schon wieder zu Hause? Bitte geh zurück in den Schrank! Oh, jetzt habe ich 3 Sterne! Du Scheiße! Ja, ich habe ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Fire! Deine Mutter. Deine stolze Mutter. Geh weg. Hab's. Du Lusche! Du Blöde! Jawohl. So muss es laufen. In die Granate reingefahren. So ein Idiot. Das ist noch besser als mit dem COD mir jemand in meine Claymore reinlaufen, dann flamet er rum. Ja, geil. So, Opa umgefahren. Toll, Handling von der Tomate, ehrlich, ohne Scheiß, du Kackboot, ey. Was ist das für eine Scheiße? Fahr ich halt außen rum, ey. Oh, da ist er ja schon. Oh, das Ding kann man nicht lenken, ohne Kack. Jetzt vergessen. Boah, Alter. Boot, komm doch mal zum Ruhestand! Nein, du musst erst 5 Kilometer weiter wegdopsen! Alter! What the fuck? Was ist mit dir? Das bist du mir wert für deine Scheißbootaktion. Jetzt rollen erstmal deine Arme und deine Beine erstmal Richtung Grund. Jawohl. Er ist abgehauen, zerstört seine Panzerung. Die Kugel können den Panzer nicht beschlagen. Wunderbar. Ach, den haben sie eingegipst. Na klar. Was geht denn mit dem? Ich glaube, das war nicht so gut. Ah. Fuck. Ja, ich werde nur noch. Ich höre noch. Da sind nur Cops! Alter, ist gut. So. Meine Fresse, ey. Schon noch überall. Überall fliegen Autos um meine Ohren. Überall. Ah, Scheiße! Scheiße! Da. Nein! Ach komm, du hast doch nur das Bein verloren. Komm, beweg dich! Steh auf! Scheiße, Mann! Das war jetzt Fail auf ganzer Linie. Ich baller einfach drauf. Ich war nur, I'm real scared, Gringo. Ich baller einfach nur noch den Idiot da drauf. Wie geil! Wer hätte erwarten können, dass da auf einmal so ein Asiate da drin ist? Oh, tschüss. Wie geil. So, das müssen wir, glaube ich, aus der Gegend verschwinden. Das ist, glaube ich, jetzt unser Primärziel. Wenn ich die scheiß Polizei mit... Hartenheit! Hartenheit! Ich werde wahrscheinlich werde wahrscheinlich gesperrt, weil ich einen Cover-Song davon gemacht habe. Mit allem Glück. Okay! Besorge dir ein Boot und folge dem Flugzeug. Och nein, ich schon wieder! Oh, leck mich doch am Arsch! Jetzt schon wieder Boot fahren! Ich hab doch nur Päckchen eingesammelt. Das war doch nur Fisch. Das war doch nur meine Pizza. Komm schon. Autsch, du kannst das. Ich glaub an dich. K.
Kennst du, mit 30 fährt man nicht auf einen anderen Streifen. Alter. Ja, ich fahre eine Musine, ich darf das. Ja, das ist ein Held. Der lässt mich wenigstens vorbei. Aber der andere, eine Fresse. Was für ein Hurensohn. So, Francis International Airport, da müssen wir hin. Schon wieder eine Limousine. Alter, Leute, Limousinen sind nicht nett. Auf geht's. Ja, wenn du jetzt noch anhältst, dann nimmer! Ja, natürlich, er muss da runter. Komm, 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 gib Gas! Fahr doch schneller! Was macht der? Mach jetzt keine Scheiße. Gut. Meine Fresse, was für eine Mission. Nein, 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 nein! Nein, du Scheiße, Eddie! Mach mir das jetzt ja kaputt. Alter, ich fick deine Mutter. Komm, komm, komm. Weg, weg, weg. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Motherfucker! Boah, ist knapp, Alter. Alter, scheiß Helikopter mit seinen scheiß Kugeln im Pass. Weg, ah! Fuck! Scheiße! Was habe ich getan? Ja, Spieladen. Alles kein Problem, alles geplant! Verstehen Sie, ne? Ja, so quasi, alles geplant. Oh Mann, war das dumm, Alter. Ich hab auf die eine Rakete gebombt. Die sind einfach nicht kaputt gegangen. Ich muss also die Falle benutzen. Oh, wie behindert. Ja, was mache ich in New York mit einem Panzer? Warum soll ich das Killerkommando gerade eben da reinlocken? Ich verstehe das nicht. Die sind da hinter mir her. Hinter mir. Dann kann ich die doch umbringen. Ich verstehe nicht so die Logik gerade eben. Aber egal. Wenn der gegen die Wand fährt, was soll ich denn da machen? Soll ich ins Auto scheißen? Ohne Kack. Was ist mit euch? Jetzt mal, mal gucken. Uhrzeit. Alles klar, beeilen wir uns ein bisschen. Au, 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 meine Augen, meine Augen, meine Augen. Au, 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 au. Au, 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 au. Und ein Raketenwerfer, das kann ja nur Gutes, was Gutes werden. Und vor allem ein Fischkutter. Geil. Los geht's. Fischkutter, Fischkutter, Fischkutter. Deswegen schmeckt es so salzig. Das war ein Insider. Fischkutter. Audi. Alles klar, wir fahren zum Flugfeld und fangen das Ding ab. Natürlich sagen sie, ah ja, schieß es vom Boot ab, das ist die beste Lösung. Aber so Angst. Aber wir machen das anders so. Ganz anders so. Nein. Bleib doch mal stehen. Bis es stehen bleibt, ne? Deswegen fahre ich nicht gern Boot. Ey, guckt euch das doch mal an. Ich bremse schon die ganze Zeit ab. Bis der zum Stehen kommt. Meine Eier lecken. So. Rüber. Ich fahre nicht so Markierungsboje, Spinder. Brauche ich nicht. Die werden einfach weggehuntet. Fertig aus. Ein Kompromiss. Fertig. Abgeballert und... So, ich mach dann mal einen Abgang, ne? Ganz gepflegt. Nein. Basketballfeld.
Tja, das könnte nicht, ne? Alles geplant. Ich stelle ins Auto von meinem Vater und dann zappe. Scheiß Bullen, Alter. Ja, geh mal doch nicht auf die Eier! In eurer Schubserei! Damit haben wir es geschafft. Geht der Dreis durch. Ich bin happy. Speichern wir nochmal. Bevor ich die letzte Mission nochmal machen muss. Schnell mal hier rein. Hier. Speicherstand. Gut. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich sehr, sehr fürs Zuschauen, für eure Treue. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und wir sehen uns dann mit GTA Vice City wieder. Bis dahin, ciao, haut rein.